Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs. Wir spielen immer noch Papers, Please, beziehungsweise Let's Gucken, Papers, Please. Haben letztes Mal hier beim Ende von Tag 3 aufgehört und machen hier auch direkt weiter. Wie man sieht, unsere Familie ist ein bisschen kalt. Wir hoffen, dass wir das im nächsten Arbeitstag ein bisschen verbessern können. Gut, geht's direkt weiter. Erstmal schlafen haben wir uns nach dem letzten Arbeitstag, den ihr im ersten Part seht, redlich verdient. Können wir was trinken hier? Leider nichts bei mir. Black Market Activity explodes. Government blames lax immigrant controls. Also der Schwarzmarkthandel ist explodiert und die Regierung beschuldigt die viel zu einfachen und viel zu laxen Kontrollen an der Grenze. Ja, und Checkpoint Expansion postponed. Also die Erweiterung wurde erstmal zurückgefahren. Gehen wir erstmal wieder zur Arbeit. Zeit für einen neuen Tag. 26.1982. Lustiger, setz dich in dein Stühlchen. Was gibt's denn heute? Stricter Credential Requirements have been instituted. Also, es gibt jetzt striktere Anforderungen. Etruscan citizens must show their ID card. Also, Einwohner des Landes müssen ihre ID card noch zusätzlich zum Ausweis zeigen. Und foreigners must secure and present a valid entry permit. Und Fremde müssen immer noch ein Entry Permit haben. Nicht mehr ein Ticket, sondern jetzt ein gültige Eintrittserlaubnis. Und hier steht auch, Entry Tickets are no longer sufficient. Also Entry Tickets reichen nicht mehr aus. Continue, es geht auch noch weiter. Check all information thoroughly, also alles ordentlich prüfen. Deny any application with discrepant documents. Refer to the audio trans Dingskirchens. Alles klar. Dann legen wir los. Nächster Arbeitstag, nächstes Glück, muss man mal so sagen. Guten Tag. What is the purpose of your trip? Transit through the country. Er möchte da durchreisen. Wie lange? 2 Tage. 2 Tage, das stimmt. Enter by ab 19.12. Moment, ist das das, wann er rein darf? Weil dann würde es nicht passen. Mal sehen. Nee, das darf er, okay. Enter by. Da wurde das eingetippt oder was? Ich habe nicht so ganz den Plan, was das bedeuten soll. Dann brauchen wir den Ausweis und müssen die Nummer überprüfen. Wir sehen hier F1, okay, die passt. Diego irgendwer? Jo, passt. Er ist Mail und das Bild passt. Man sieht, es wird immer mehr, dass man da beachten muss. Aber er darf rein. So, ich gebe mal ein bisschen Gas, dass wir auch noch ein bisschen was schaffen. Wie ist er? Ihr sollt hier keine Scheiße bauen. Gut. Moisen! Wie lange? Er möchte uns besuchen hier. Und wie lange bleibst du? Until I die. Er wird für immer bleiben. Visit 14 days. Okay, nee, nicht so ganz. Mail pass auf jeden Fall. Er möchte so lange bleiben, bis er stirbt. Ich finde es ein bisschen gruselig, ne? Winkler Lewis. Kann ich ihn auf... Ich habe hier irgendwo das Log. Hier. Und jetzt kann ich auch sagen, er möchte 14 Tage bleiben. Und hier sagt er, solange er lebt, das passt irgendwie nicht zusammen. Right, I remain for a couple of weeks. Okay. Finde ich trotzdem gruselig, sage ich, lasse ich nicht rein. Das ist seltsam. Tut mir leid. Nee. Nicht bei uns. Wir müssen das... Oh nein, das durfte ich nicht. Oh Gott. Er hätte gedurft. Ich dachte, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Oh, 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 oh. Okay, das geht nicht mehr. Stay a few days will er hier bleiben. Jetzt müssen wir ihm aber gerade mal erklären. Hier. Unter den Rules. Dass das nicht mehr reicht. Zack. Bitteschön. Wo ist dein Ticket? Permit. Oh, sowas habe ich nicht. Ich habe nur dieses Ticket. Tut mir leid. Darfst du nicht. Sorry. Aber das geht nicht mehr. Ach, nicht mein Buchstempeln hier. Tschüss. Also ein Ticket reicht nicht mehr, du brauchst ein Permit. Bullshit! I paid good money for the ticket. Hat ganz viel Geld dafür bezahlt. Ja, tut mir leid, aber ist nichts geworden. Das legen wir mal hier hin. So, gib mir mal deinen Krams. Wie lange? Er möchte hier emigrieren. Forever, das passt. Seine Ausweisnummer. 7L passt. Name. Origin Loben passt. Und das Bild passt auch. Ausweis ist noch gültig. Wo ist denn das Expiration Date da? 83.
Dann haben wir 82, dann darfst du rein. Bitteschön. Viel Vergnügen. Ich dachte, jedes Mal den Knopf drückt. Oh nein, da stimmte was nicht. Das Foto hat nicht gematcht. Okay, also ich fand, das sah ziemlich ähnlich aus. Gut, heute ist kein guter Tag. I'm so happy, dass die Grenze auf ist. Und sie wird ihren Sohn besuchen. Sie hat ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Wie lange? 6 Monate? Das stimmt. Bild stimmt. Female ist sie. Abgelaufen ist er nicht. Ausweisnummer passt. Name passt. Ja, dann darfst du rein. Mal sehen, ob ich hier wieder Scheiße gebaut habe. Na, kommt das nächste hochgefahren? Das gibt's doch nicht. Was war denn jetzt? Nein! Das Datum hat doch nicht gestimmt. Ich hab's doch sogar nachgeguckt. Ja, willkommen heute bei Blaufuchs an der Grenze. Leicht betrunken oder so, keine Ahnung. Oh, ich glaube, heute verdienen wir nichts. So, nochmal. Ach, das kriegen wir schnell hin. Hier, er bleibt nur 2 Tage, das mag ja sein, aber das stimmt nicht so ganz. Du bist nicht weiblich. Ja, Woman? Warum fragst du? Ja, nee. Nee, wirklich nicht. Hier. Weg damit. Tschüss, nächster. Wir müssen hier noch ein bisschen Geld verdienen. Ich habe heute so viel Scheiße gebaut. Papers, please. What's the purpose? Wir sind hier nur durch. Wie lange bleibst du? Only 2 weeks, 14 days, das passt. Mail passt. Expiration date. Ich leg das mal hier nach unten. Passt. So, Ausweisnummer 5G. Dillele, passt. Name passt. Darf's rein. Wie, da stimmt wieder was nicht. Hier, deine Stadt oder so ein Scheiß. Dann dreh ich durch. Oh, nein! Der Name war nicht günstig. Also irgendwie sehe ich heute nichts. Auch er wieder. Hallo. Er hat jetzt ein... Oh Gott. Er hat jetzt einen Ausweis. Nee, du. Nee. Hast du selbst gemalt? Tschüss. Cobrastan is not the real country. Das ist kein echtes Land. Okay, ich komm bald wieder. Ja. Alter, heute habe ich aber Scheiße gebaut. Meine Güte. Der Tag muss enden. Ich habe heute keinen guten Lauf. Okay. Atroska stimmt. Bild stimmt. Nummer auf dem Ausweis. Sieht in Ordnung aus. Mail stimmt. Ablaufdatum stimmt. Name Stavkovny Alexandre. Stimmt. Passen die Bilder? Nee, die passen nicht. This does not look like you. It is an old picture. Jetzt kommt was Neues. Wir dürfen Fingerabdrücke kontrollieren. Wir geben ihm das jetzt. Hier. So, das ist sein Ausdruck aus der Kartei. Und das ist das, was er uns gegeben hat. Okay, es sieht gut aus. Wir können nochmal prüfen, aber es sieht aus, als würde es matchen. Matching Data, okay. Er hat die Wahrheit gesagt. Dann darfst du rein. Die Fingerabdrücke sagen ja. Cool, wir haben mit einen einzigen geschafft, ohne Stress, für den wir bezahlt werden. Wobei die Uhr schon geblinkt hat. Wahrscheinlich werden wir dafür nicht mehr bezahlt. Wir sind im Arsch. What is the purpose of your trip? Also was ist der iMove? Also sie will hierher ziehen. Das passt auch forever. Das Bild passt, Female passt, abgelaufen ist er nicht. Barkop, Bearing Passport Name, Barkop Luca passt und der Name Milgrosser Jenkins passt auch. Bitteschön. Viel Spaß, danke, dass du mir kein Geld bringst. So ein Mist, ne? Einer geht noch. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, bei dem Permit ist das Datum abgelaufen. Da, okay, das ist wahrscheinlich das hier unten. Aha! 90 Tage, 3 Monate, das passt. Enter by. Bis zum 24.12.1982. Jetzt gucke ich mal gerade, ob das jetzt passt. Ja, ist noch nicht abgelaufen, ne? Ja, okay. Das Bild von ihr sieht ein bisschen gruselig aus. Passt aber. Female ist sie. Der Ausweis ist nicht abgelaufen. Ihr Name passt. Nummer passt nicht. Hier stimmt doch was nicht. Da. Deine Ausweisnummer passt nicht, Frau. Please let me through. Nein, bitte lass mich rein. Tut mir leid, das geht so nicht. Wir sind hier nicht die Wohlfahrt. Tschüss. So, jetzt... Oh Gott, gucken wir uns das am besten nicht an. Tag 4, ne? Oh, ich habe 10 Leute durchgebracht und irgendwie keine Strafen bekommen. Oh doch, Penalties. 15 wieder abgezogen. Oha. Aber es geht allen gut. Der Tag war zwar scheiße, aber wir leben noch. Gut, auf direkt in den nächsten Tag. Was ist denn hier los? Republican Trackstar wanted for murder.
Vince Lestred, whereabouts unknown, has likely fled Republia. Also wir müssen gucken, hier wird einer, der hier mit dem Bild wird gesucht. Kann sein, dass er unsere Grenze passiert. The profile, girlfriend killed in jealous rage. Also er hat in Rage, hat er seine Freundin umgebracht. Und wir müssen gucken. Trackstar, wie heißt der? Ich gucke mir sein Bild nochmal genau an. Versuchen wir das mal. Versuchen wir, dass wir den nicht durchlassen. Jetzt seht ihr halt, wie die Zeitung euch auch beim Arbeiten dann beeinflussen. Jetzt müsst ihr gucken, dass ihr den Typen nicht auf Versehen durchlässt. Inspector, you are now authorized to detain suspicious individuals. Also wenn uns jemand Verdächtiges vorkommt, dann können wir die befragen. Und ja. Alles klar. Ich brauche das hier fürs Datum. Lass mal hier liegen. Da unten in der Ecke so. Bitte mal einen Ausweis. Purpose of trip. I am coming to live with my husband. Immigraten, okay. Heute ist der 27. Du darfst noch rein. Dein Bild scheint zu passen. Yo. Enter by passed. Abgelaufen ist der Ausweis nicht. Die Nummer passt nicht zusammen. Nein, hier. Die Nummer. Deine Nummer passt nicht. Please let me through. Wait, do not arrest me. Please just deny my password and I will go away. Wait here. What is happening? Oh, jetzt habe ich gesagt. Oh. Hupala, jetzt habe ich sie festnehmen lassen. Das hätte ich eigentlich nicht gewollt. Na egal, jetzt habe ich mich verdrückt. Also ihr seht, wenn irgendwas nicht läuft, können wir sagen, okay, nimm die mal fest. Die hätte ich jetzt eigentlich wieder weggeschickt. Mein Gott, sie hat halt versucht, über die Grenze zu kommen mit einem gefälschten Ausweis. So schlimm ist das jetzt nicht. Ah, ich habe mich verdrückt. I plan to work. I stay 3 months. Okay, das passt. Dein Bild passt. Männlich bist du. Abgelaufen ist der Ausweis nicht. Du darfst bis zum 20.02. rein. Das läuft. Arbeit stimmt. Ausweisnummer stimmt. Name Nathan Brown. Nathan Brown stimmt. Du darfst hinein. Ich stempel euch mal auf den Ausweis. Tut mir leid. Nicht sehr. Oh, was denn jetzt schon wieder? Der Name war nicht... Ich fand, der sah gleich aus. Wieso war der... Ich muss den Namen... 2 Tage bleibt das Transit. 2 Tage. Passt. Lestrade Vines. Vines? Lestrade. Name? Passt. Ausweisnummer? Passt. Bis zum 17.12. Darf noch rein. Sein Ausweis ist nicht abgelaufen. Er ist männlich. Das Bild... Oh, das Bild. Ja, mal gucken hier, ne? Passt. Dann darfst du meiner Meinung nach rein. Hoffentlich. Bitteschön. Das legen wir mal lieber weg. Nächster. Und, kommt wieder was hochgefahren? Oh, nee, ich glaube, wir haben es diesmal richtig gemacht. Guten Tag. What is the purpose of your trip? Transit. Duration of stay? I stay a couple of days. Transit und es bleibt ein paar Tage. Das Problem ist, wo ist dein Permit-Dings? Basic Rules hier. Das ist leer. Und du musst hier so ein Entry Permit haben. Wo ist das? You have no Entry Permit. I have it here. Okay, Transit today's passed. Rulebook erstmal wieder weg. Mail passed. Balodis, Alexander. Alexander passed. Dein Ausweis ist nicht abgelaufen. Die Nummer passt. Bild. Hab ich schon gecheckt. Passt. So, dann darfst du meiner Meinung nach rein. Schauen wir mal. Und, fällt was hoch? Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus, nächster. Moin. What is the purpose of your trip? I'm sure I hate this damn country. Transit. Duration of stay. 2 days. Okay. Das passt. Männlich bist du. Ausweis ist nicht abgelaufen. Nummer passt. Name. Liam Johansen. Passt. Bis zum 24.12. darfst du rein. Passt auch. Dann darfst du rein, auch wenn du es hast. Viel Spaß in dem Land, das du hast. Nisa, bis jetzt nur ein Fehler. Das läuft doch ganz gut. Oha, du siehst ja schon unglücklich aus. Ah, du kommst aus dem... Oha. Die Bilder passen überein. Clark, Aikatrin, das passt. Adroska passt.
Abgelaufen ist er nicht. Female passt auch. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob das Bild passt. Ich glaube aber schon. Ja. Damit darfst du hinein. Viel Vergnügen. Glory to Atten. Ja. Immer noch. Nächster. Ich muss Geld verdienen. Guten Tag. What is the purpose? Transit. Yo. Wie lang? 2 Tage. Yo. Rein. 12.12. Yo, darfst du auch noch. So, wo ist dein Ausweis? Mann. Hier. Passport. Hey, das Ding. Wo ist dein Ausweis? Hier, die ist. Ja, ausgezeichnet. Gibt doch gleich hier das Ding. Female passt, Bild passt. 12.12. Ne, hier. Abgelaufen ist es nicht. Wilson Camellia. Camellia Wilson. Meiner Meinung nach ist alles in Ordnung. Viel Vergnügen. Und, kommt was hochgefahren? Nein. Alles gut. Nächster. Guten Tag. Purpose of your trip. Today is a beautiful day, my friend. We finally become free. Okay. Immigrating, alles klar. Forever. 22.12. Abgelaufen ist das nicht. Dein Ausweis ist auch nicht abgelaufen. Du bist männlich. Das Bild passt. Martin Jakub. Ausweisnummer SF. Passt alles. Du darfst rein. Bau keine Scheiße. Und wie? Hier kommt so ein Ding hochgefahren. Please be kind to my wife. She's just after me. Jetzt kommt seine Frau. Okay. Papers, please. Did you see my husband? He made it through, yes? Ja, er hat das geschafft. Ah, Kero, sei still. Kader dreht wieder durch. So, female bist du. Fett bist du gleich doll. 17.8. Abgelaufen ist ja auch noch nicht. Wo ist dein anderes Ding hier? Ich brauche jetzt mal das Buch. Moment. Erst das Regelbuch. So, du musst hier so ein Ding haben. Where is your entry permit? Please, I beg you. They would not give me permit. I have no choice. I will be killed if I return to Antigria. Jetzt bittet sie uns. Sie wird sonst umgebracht, wenn wir sie wieder wegschicken. Wir können jetzt nicht so sein. Mit meinem Gewissen lasse ich sie jetzt einfach durch. Auch wenn es Ärger gibt, aber ich möchte sie nicht von ihrem Mann trennen. I will not forget this. Ja. Missing entry permit, bla bla bla. Oh, was ist das? Wir haben ein komisches Ding bekommen. Na komm, einen machen wir noch. Was auch immer das ist. Sieht aus wie ein Knopf. Guten Tag. What is the purpose of your trip? I have a job here. Work. Wie lange? 60 Tage. 2 Monate. Das passt. Bild passt, männlich passt, abgelaufen ist er nicht. Heikilak Logan, yo. 9.12. Yo. Ausweisnummer. Yo. Hast du nochmal Glück gehabt? Du kommst noch durch. Bitteschön. Bau keine Scheiße. Tag 5. Ach hier, tatsächlich. Jetzt hat man hier so ein Knöpkens. Alles klar. Könnt ihr mal sehen, letztes Mal war ich nämlich nicht so gut. Oh, die Miete ist teurer geworden. Ihr seht, je nachdem, also es bleibt nicht gleich leicht. Der Schwierigkeitsgrad zieht an und unserer ganzen Familie ist es kalt und wir haben kein Geld mehr und nicht genug verdient heute. Okay. Ich würde sagen, aber ich mache hier jetzt erstmal einen Break. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, mache ich, wenn ihr wollt, noch weiter. Ansonsten würde ich sagen, das reicht für ein Let's Cook erstmal. Das wird jetzt halt immer noch schwieriger. Ihr müsst immer mehr beachten und es kommen immer mehr diese sozialen Aspekte hinzu. Ich finde das ganze Projekt auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich wäre sogar bereit, auch dafür Geld zu bezahlen, wenn es dann mal auf Steam erscheint, solange es sich in einem angemessenen Rahmen verbirgt. Aber so an sich finde ich es ein ziemlich interessantes Ding und ich hätte es nicht gedacht vom Thema her, weil es halt im Grunde ja Büroarbeit ist, dass das tatsächlich so fesseln kann und so viel Spaß macht. Also, wem das Ganze gefallen hat, sollte sich das dringend mal angucken. Es kostet ja nichts außer ein bisschen Zeit. Und ja, ich wünsche euch dann dabei viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Let's Go oder Let's Play. Euer Blaufuchs.